Gary Fabian ist einer der wenigen Kinder, die Theresienstadt überlebt haben. Heute ist er zu Besuch in Stuttgart und wir treffen ihn jetzt im Rathaus und können ihm ein paar Fragen stellen dazu. Also vielen Dank erstmal, dass Sie Zeit für uns heute haben. Wie ist es denn jetzt für Sie, wieder in Deutschland zu sein, auch wieder in Stuttgart? Ich muss ein paar Jahre zurückgehen. Ich bin in 1934 in Stuttgart geboren. In 1936 hat meine Familie, die 700 Jahre zurückgeht in Deutschland, beschlossen, das war nicht, wo man sein soll nach den Nürnberger Gesetzen, sind wir in die Tschechoslowakei ausgegangen, wohin? Ins Sudetengebiet. 1938, wie das Sudetengebiet übernommen worden, sind wir weitergefahren nach Prag. Und in 1942 sind wir nach Theresienstadt deportiert worden. Und das erste Mal, wie ich in Deutschland zurück war, war nach 40 Jahren in 1978. Und ich habe gar keine Konnektion mit Deutschland gefühlt. Ich war ein australischer Reisender in einem fremden Land. Und dann war ich hier wie auf einer Geschäftsreise 1993. Und wenn ich jemanden in der Straße hier gesehen habe, in der 60er, 70er, mein erster Eindruck war, was hast du in der Nazi-Zeit gemacht? Und dann in 2001 sind wir von der Stadt eingeladen worden, dieser Rückbesuch von frühen jüdischen Bürgern. Und auch da habe ich war ein Besucher, kam. Und dann in 2003 hat Stiftung Geiststraße eine Reise organisiert nach Theresienstadt. Und da waren junge Leute, da waren Musiker, da waren ungefähr 50 Leute sind gefahren. Und auch dann habe ich ja, nicht so gefühlt. Und wir sind hier, in 2006 waren wir zurück für die Fußballmannschaft. Australien hat da gespielt, in Stuttgart. Und dann bin ich wieder zurückgekommen 2014, 2016, jetzt bin ich hier. Und ab, nach 1993, in Englisch und Deutsch, die Nummern sind umgedreht. Da habe ich angefangen, mit Schulen, mit Gruppen zu meiner Geschichte zu erzählen. Und nachdem wir hier in 2006 waren, einen Abend hat mein Schwiegersohn gefragt, wie ist das verlaufen? Ihr seid ausgebürgert worden in 1935. Habt ihr die der Staatsbürgerschaft zurückgekommen? Und ich wusste nicht die Antwort. Und ich war ganz gut befreundet mit dem deutschen Konsul in Melbourne, mit einem anderen. Habe ich ihn angerufen und hat er gesagt, ja, look, komm, hab Mittagessen mit mir. Und er hat mir gesagt, in 1947, glaube ich, war eine Stadt, wo das die ausgebürgerten Leute können sich wieder bewerben für, und das habe ich gemacht, nicht so viel wie meine Konnektion mit Deutschland, das ist nur pragmatisch. Meine Kinder und Enkelkinder konnten auch, und dann konnten sie in Europa arbeiten, sie konnten ja reisen. Und dann will ich in 2003 und 2006 habe ich sehr gute Freunde gemacht, mit denen ich noch in Verbindung bis zu heute. Und wie ich hier in 2014 war, habe ich auch wieder mit Gruppen gesprochen und Schulen, habe ich ganz erstaunlich von Baden-Württemberg die Staufer-Medaille in Gold gekriegt. Ich weiß nicht warum. Und etwas ist passiert. Genau vor einem Jahr, ich kriegte einen Brief, eine E-Mail, man schickt keine Briefe mehr,
von dem das Büro von dem deutschen Präsidenten, das mir das Verdienstzeichen und das hat die Connection mit Germany really, it's really sehr stark jetzt. Und wie ist so bei Ihnen das Gefühl? Gerade Sie haben mal erzählt, dass Sie viel an Schulen waren und Ihre Geschichte erzählt haben. Wenn Sie es tun, was ist da besonders die Erinnerung dran? Also was erzählen Sie den Menschen dran? Gibt es was, was besonders von damals bei Ihnen hängen geblieben ist? Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Geschichte zu erzählen. Sind sehr wenige noch übrig. Der Zahn der Zeit ist das. Und jedes Mal, wenn ich zur Schule gesprochen habe, am Ende ist ein paar Schüler zu mir gekommen und haben gesagt, wir lernen das in der Schule, aber jemand zu sprechen, der da war, gibt es eine ganz andere Dimension. Wie ist es, wenn Sie sich zurückerinnern, also wenn Sie es möchten, wie war das damals? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das auch für Sie und Ihre Familie? Aber wie wir bis 1938, natürlich, wenn wir Stuttgart verlassen haben, ich war 2 Jahre alt, aber bis 1938 haben wir ein ganz gutes Leben in der Tschechoslowakei gelebt. Und dann natürlich, wenn das Sudetenland übernommen wurde, dann ist das ganze Leben hat sich gestört, nämlich war nicht mehr normal. Und das gehört zurück zu einer Konnektion mit Deutschland. Auf meiner Mutterseite gehen sie back zu 1390 in Heidelberg-Mannheim. Auf meiner Vatersseite in 1602 war ein Eintrag in der Stadtchronicle in Kalisz, was das jetzt in Polen war, dann in Germany, dass Jude Fabian konnte Land kaufen für irgendeinen Dienst an den Landgraf. Juden konnten nie Land haben in diesen, also das ist die Konnektion. Dann wie die Deutschen in die Nazis, ich weiß, that's a very sore point, nach der Rest der Tschechoslowakei gekommen sind. Natürlich waren wir dann unter den Nazis, mit Juden konnten nicht das machen und das machen. Und da waren wir in 1942, dann sind wir nach Theresienstadt deportiert worden. Wir waren Theresienstadt war ein Transitlager. Es war kein Vernichtungslager. Und um ein Bild zu geben, Theresienstadt war eine militärische Siedlung von 1700. Und die normale Einwohnerschaft von Theresienstadt war ungefähr 3.500. Wie das Ghetto von 1945, da waren an einem Zeitpunkt 40.000 Leute. Sie können sich ausstellen, wie das dort war. Und wenn Sie in der Statistik sind, in den 4 Jahren sind 15.000 Kinder unter 14 Jahren durchgegangen. Am Ende des Krieges, die Nummern sind etwas flüssig, manche sagen 120, manche sagen 150 waren noch am Leben. Also ist very long odds. Und die andere Frage, ich habe das Spielberg-Documentary und einen anderen Mann, da habe ich mich, Streit ist glaube ich das falsche Wort, mit den Interviewern, die fragten, wie hast du das Leben da gesehen? Und meine Antwort war, als Kind hat man keinen Rückblick, was normales Leben war.
man weiß es, was das ist normal, aber man nimmt jeden Tag, wie er kommt. Da war keine Schule. Mit 10 Jahren musste man zur Arbeit gehen. Und wir waren da bis die Befreiung in Mai 1945, wie die Rote Armee das Lager befreit hat. Ich glaube, Theresienstadt war das letzte Lager, das befreit wurde. Nämlich Auschwitz war im Januar und dann wie die Rote Armee und auch im Westen die Amerikaner, die Camps befreit hat. Und dann, wir waren dort bis noch nach 2 Monaten, nämlich just vor dem Kriegsende, haben 3000 Leute vom Osten zurück, wie sie die Konzentrationskämpfer vernichtet haben, get rid of the evidence, und die haben Typhus mitgebracht. Und nach der Befreiung sind ungefähr 3000 Leute gestorben. Und da war Quarantäne. Und dann im Juli 1945, also wohin zu gehen? Deutschland war ganz aus der Frage. Erstens, after was passiert ist. Und auch die besetzten Zonen, die wollten keine Leute, kamen hin. Aber dann sind wir zurück in die Stadt in Tschechowakei, in Podmokli. Aber there was kein possibility in Europa zu bleiben. Da war zu viel Schatten, zu viel ist passiert. Und wir hatten Verwandte in Australien, 2 Brüder meines Vaters, die sind in 1939 dort gekommen. Und wir hatten Verwandte in Brasilien. Und durch das Rote Kreuz, da sind Briefe hin und will. Und das Permit von Australien kam am Montag. Das Permit von Brasilien kam den nächsten Freitag. Ja, wenn es umgekehrt gewesen wäre, vielleicht würden wir uns in Portugiesisch unterhalten. Sie haben vorhin erzählt, dass ganz wenige Kinder, die in Theresienstadt waren, wirklich überlebt haben. Wie ist es für Sie zu wissen, dass Sie einer der wenigen sind? Eine Lotterie. Ja? Haben Sie da irgendwie auch ein anderes Verhältnis zum Leben selbst bekommen und auch zum Tod? Oder das Problem war, dass Stuttgart ein Transit Camp war. Wenn man Freunde gemacht hat, die waren hier heute und nächste Woche waren sie verschwunden. Und das hat einen Impact mein ganzes Leben. Ich bin sehr vorsichtig, Freundschaften zu machen. Das ist so ein After Effect. Sie sind ja dann, haben Sie erzählt, nach Australien gegangen. Ja. Wie hat das Geschehene Ihr Leben dort beeinflusst, auch vielleicht Ihre Beziehungen dann später? Na, man hat ein ganz neues Leben, Beziehungen, Familie, Freunde aufgebaut. Und wenn ich hier bin, fragt man mich, können Sie zurück in Deutschland leben? Die Antwort ist nein. Ich fühle mich wohl hier. Aber wenn man ein ganzes Leben aufgebaut hat, man kann nicht vom Neuen anfangen. Können Sie sagen, dass Sie gelernt haben, damit umzugehen, was passiert ist? Hat Ihnen auch was Bestimmtes dabei geholfen? Ich meine, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Und ich habe meine Tochter mitgebracht. Sie können look after me. Aber die andere Seite von das ist, dass wir der Welt zeigen, sie haben uns nicht vernichtet und wir haben eine neue Generation gebaut und wir sind noch da. Und ich sage, ich bin sehr geehrt zu dieser Feier und am Sonntag einzuladen. I think it's the continuity.
Weiterfolgung aufs Leben. Und die andere Sache ist, dass sehr wenige von uns sind noch hier. Und wir haben eine Pflicht, zu sprechen für die 6 Millionen Toten, die nicht selber sprechen können. Und auch die Brücken bauen mit der nächsten Generation. Und ich habe Freunde in Australien, jüdische Freunde. Wenn ich jedes Mal in Deutschland fahre und sage, wie kannst du da, ach, was passiert, wie kannst du da Fuß stellen? Meine Antwort ist, dass wir müssen zeigen, wir sind noch da. Und wie ich gesagt habe, man kann die Sünden der Väter nicht auf die Kinder transferieren. Und da sind Leute heute, die sich nicht umgekrempelt haben, man muss versuchen, ein Verständnis aufzubauen. Wie ist das für Sie, mitzubekommen, dass Judenfeindlichkeit ja doch wieder größer wird, auch bei der leider jüngeren Generation? Ich glaube auch, das ist der Sinn, dass wir müssen die build the future. Sie haben vorhin schon erwähnt, am kommenden Sonntag ist ja diese Gedenkveranstaltung. Da werden auch viele Jugendliche dort sein. Worum wird es da gehen? Wird es auch ein bisschen darum gehen, dass man das Vergangene nicht vergisst? Oder was wird? Das war eines, dass man nicht vergisst, was passiert ist. Und die andere Seite ist, dass man die Leute, die ermordet wurden, dass man sie von ihnen nicht vergessen. Wenn man sie vergisst, sind sie ein zweites Mal ermordet worden. Ich meine, die Zukunft ist wichtig, die Kombination von der Vergangenheit und der Zukunft, dass man eine sort of level road will. Das, ist nicht, die Welt stoppt nicht hier, wir müssen weitergehen. Und man fragt mich, wenn ich zu Schwulen und Gruppen spricht, hast du Endworte? Und es sind zwei Worte. Nie wieder. Leider sind viele mehr und mehr diese Ultra-Rechts-Elements, machen große Noise und Things. Und in der Last, noch nicht in Europa, aber in Australien, das ist ein sehr tolerantes Land. In den letzten 18 Monaten waren Hakenkreuzer an Winde gesprungen. Die Regierung in Australien hat letzte Woche ein Gesetz gepasst, dass es illegal ist, Nazi-Memorabilia zu schauen. Und dann natürlich haben wir die Ultra-Right sagen, ach, Press Freedom, all that thing. Das ist ein Kampf, der it goes on. Unfortunately, it hasn't gone away. And people who say it could never happen again really need to understand history. Haben Sie für sich selbst Frieden gefunden? Ich persönlich nein. Aber wir leben in Melbourne war mit der Zeit des Endes war die größte Stelle für Holocaust Survivors nach Israel. Ich weiß nicht, warum die nach Melbourne gekommen sind, aber wir haben in Australien haben wir ungefähr 120.000 Juden. Aber ich glaube, das sind mehr, nämlich im Zensus. Man muss nicht die Religion nennen. Und viele von den älteren Leuten, die verfolgt waren oder in Konzentrationslager, wollen nicht die Religion auf
aufschreiben, weil, ja, wie weiß, ja, wenn things, wenn that easy to find. Was würden Sie jetzt, wenn ich sage, was können wir tun, damit es ein Bewusstsein bleibt und dass es nie wieder passiert, so als abschließende Worte? Was sagt man, wenn man nicht von der Historie lernt, muss man es so wiederleben? Leider, ja. Vielen Dank, Herr Vater. My pleasure. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie Zeit für uns hatten. My pleasure.